So, liebe Leute, es hat ein bisschen gedauert, bis ich endlich das Video machen kann, das ich schon vor über 3 Jahren angekündigt habe. Ich habe ein Magic-Learn-Programm mal auf einer DVD bekommen, nee, CD, Kompakt-Disc bekommen, und zwar im Rahmen eines dieser zwei Spieler oder wie auch immer Starter-Sets, ich glaube der 8. Edition oder der 9. Edition, muss eines der allerersten Videos gewesen sein. Wenn ich es finde, dann verlinke ich es euch da oben hier im Eck. Und da war eine CD drin und ich habe damals vor vielen Jahren gesagt, irgendwann gucken wir uns das gemeinsam an, diese Software. Es hat aber ein bisschen gedauert und der einfache Grund ist, ich musste meinen Rechner downgraden. Ich habe hier einen alten Rechner auf einer Windows XP-Plattform. Ich habe auch noch einen 95-Rechner und einen 98-Rechner. Ich hatte so ein richtiges Nerd-Programm zu Hause rumstehen auf mehreren Rechnern. Und ich habe erstmal eine vernünftige Grafikkarte gebraucht, in Anführungszeichen vernünftig, weil natürlich also eine gebraucht war, die in die alte Hardware-Architektur reingepasst hat, also in dem Fall eine AGP oder PCI-Grafikkarte. Die habe ich jetzt bei, ich glaube, eBay für 5 € irgendwo gekauft, reingepastelt und habe festgestellt, okay, die Bildschirmauflösung ist schön. Ich glaube, ich kann euch das jetzt mal mit der fünften Qualität zeigen. Was ich allerdings nicht weiß, ist, welche Auflösung dieses Programm braucht. Denn ich habe jetzt erstmal eine ziemlich hohe Auflösung gewählt. Ihr wisst ja, damals hat man 1024 mal 768 Pixel schon als eine hohe Auflösung betrachtet. Vielleicht brauchen wir hier aber 800 mal 600. Wir checken es einfach mal und schauen uns jetzt in einer digitalen Zeitreise dieses superschöne alte Magic Learn Programm an. Auf geht's! Es startet etwas und wir kriegen ein Fenster gezeigt. Alles klar, ich gehe mal davon aus, das ist jetzt tatsächlich eine Auflösung, die ein bisschen kleiner ist und wir kriegen kein Vollbild. Deswegen schaue ich jetzt mal, dass wir hier eine etwas kleinere Bildschirmauflösung hinbekommen. Wie war das? Ich glaube hier, nee, hier, da war das. Also was habe ich? 1000, ja, also ein bisschen zu viel. Ich schätze mal, er braucht die da, oder? Könnte hinkommen. Versuch es mit 806. Ach, da war 600, müsste klappen. So. Jo, wenn wir jetzt ein Vollbild sehen mit dem Programm, jawohl, dann haben wir alles richtig gemacht. Also willkommen beim Magic the Gathering Lernprogramm in sensationellen 800 mal 600 Pixel. Und ihr seht, das reicht sogar aus für schöne Grafik. Wir brauchen gar kein HD und Ultra HD, um Spaß zu haben. Jedenfalls nicht damals, ja. Man brauchte da nicht viel. Wir waren glücklich mit dem, was wir hatten. Und wir kriegen hier tatsächlich die CD von der Starter. Von dem Starter-Set, das ich euch damals gezeigt habe. Das lag also jetzt 3 Jahre lang hier rum, das Programm, nie reingeschaut und jetzt endlich holen wir es nach. Schauen wir mal rein. Lernprogramm 1, Lernprogramm 2, mehr darüber lernen. Jo. Über das Spiel Magic, erweiterte Spielkonzepte, wie du dein erstes Deck bildest, das Spiel Magic im Internet und danke. Na, gucken wir mal rein, über das Spiel Magic. Du bist hier, weil du Magic, das Spiel und so weiter, erlernen möchtest, die Nummer 1 weltweit unter den Sammelkartenspielen. Ja, hoffentlich bleibt so. Wenn Hasbro und Wizards so weitermachen, dann kann man sich Sorgen machen über die Zukunft, nicht wahr? War das allererste Sammelkartenspiel, ist immer noch das beste und weit verbreitete. Ja, Selbstbewusstsein gehört dazu. In Magic bist du ein Duellant, ein mächtiger Zauberer, der sich mit anderen um Ruhm, Wissen und Macht duelliert. Die Karten in deinem Deck sind dein Waffenvorrat für die Duelle, die Zaubersprüche, die du gelernt hast und die Kreaturen, die du herbeibeschwören kannst, damit sie für dich kämpfen. Schön, schön gemacht, ja. Und so weiter, Strategiespiel, Boosterpackung, Turnierpackung, okay. Und da kannst du dann tauschen, Sammlung anfangen und Decks bauen. Du kannst auch verschiedene Arten spielen, mit echten Karten hier oben oder online, jawohl. Damals sah das noch so aus, gab dann viele Weiterentwicklungen davon. Und egal, welche du wählst, das Beste ist, dass es sich dauernd verändert, ja, das wissen wir. Schön, da kriegen wir also hier, ja, das war die Zeit, ne? Fifth Dawn, Kamigawa, Darksteel, Mirrodin, also um die Jahre 2004 rum, 2005, schätze ich mal, 2003, 4, 5 rum, war das hier en vogue. Da kriegen wir also das Produkt angeboten und kurz erklärt. Erweiterte Spielkonzepte. Okay, da kriegen wir also, na, das ist doch keine erweiterten Spielkonzepte, das ist der Ablauf, wie ein Zug abläuft. Genau. Ziehen, Hauptphase, Kampf und so weiter. Da ist hier die Auflösung ein bisschen kaputt. Mana. Kriegen wir hier auch gezeigt. Ebene, Insel, Sumpf, Gebirge, Wald etc. Aktivierte Fähigkeiten, das steht hier drauf. Da kriegt man also quasi erklärt, wie eine Karte funktioniert. Landtarnung ist schon sehr erweitert. Uiuiui. Und Sacken, wie Opfern funktioniert. Sehr interessant, wann man das kann, wie man das darf. Sehr hübsch. Der Stapel, habe ich bis heute nicht verstanden, wie das funktioniert. Und wie man Zaubersprüche neutralisiert, also Counterspells, sprich Schaden verhindern und Regeneration. Okay, das sind also die erweiterten Spielkonzepte. Ach, da kriegt man das hier noch erklärt. Und hier ist das Regelbuch. Okay, süß. Süß, süß, süß. Was haben wir hier? Wie du ein erstes Deck bildest. Wenn du mit dem Spielen anfängst, scheint es recht schwierig zu sein, ein Magic Deck aus dem Stegreif zusammenzustellen.
Themendecks ein guter Einstieg oder diese kleinen Starterdecks. Oh, von denen habe ich euch so viele gezeigt. So viele sind da in den Playlists drin. Wie beschrieben, kann man die tatsächlich erweitern mit Boostern oder anderen 40-Karten-Starterdecks und daraus sich ein 60er-Deck machen. Da kommen dann zusätzlich Länder hinein. Verschiedene Themendecks miteinander kombinieren, steht hier genau. Zweifarbiges Deck mit 60 Karten. Da kann man also so und so viele Länder reinmachen und dann hat man mehr Spielspaß. Und dann kannst du Karten rausnehmen, die nicht so toll sind und ergänzen durch Karten, die stärker sind. Jo. Wenn man 60 hat und keine mehr als viermal drin ist, kann man es verändern, wie man will. Und es ist ein guter Tipp, nur ein oder zwei Karten, Farben zu verwenden. 24 Länder in 60 Karten, okay, das wissen wir alles. Das ist alles klassische Magic-Kunde. Und hier kriegen wir nochmal gezeigt, wie Magic im Internet aussieht. Da gehe ich jetzt nicht drauf. Das ist die Website damals, die Geschäfte in der Nähe. Finde ein regionales Turnier. Das machen wir nicht, weil ich habe keine Lust, dass ich jetzt hier rausgekickt werde. Und bei Danke kriegt man hier, oh, die Magic-Jungs. Richard Garfield, hier erwähnt. Und eine ganze Menge anderer Leute. Randy Buehler, oh, guck mal, da gibt es eine ganze Menge Leute, die man heute noch kennt, ne? Also, die auch in Turnieren gespielt haben, vor denen es tolle Decks gibt, die immer mal wieder aufgetaucht sind damals. Okay, also, das war hier mehr darüber lernen und jetzt schauen wir mal ins Lernprogramm rein. Wie ist das gedacht? Willkommen in der aufregenden Welt und so fort. Jawohl, hier kriegen wir also die fünf Farben erklärt. Klicke die beiden Farben an, mit denen du am Anfang spielen willst. Okay, jo, dann nehme ich mal meine Lieblingsfarben, weiß und blau. Gucken, was passiert. Jetzt hört ihr die Festplatte rödeln. Oh, ich liebe es. Die alten Rechner sind so toll, wie die Festplatten vor sich hin juckeln, wie der Kühler bläst. Und hier kriegen wir ein 40-Karten-Deck. Das ist die Bibliothek. Habt ihr gesehen? Das habe ich jetzt ein bisschen schnell gemacht. Da waren also weiße und blaue Karten aus der Zeit. Der Gegner hat die auch. Ich klicke jetzt meine Bibliothek an, um sich zu mischen. Wow, das war eine Ork-Hand hier. Also hier, guck mal, eine richtige Ork-Hand. Und jetzt hebe ich ab hier so und dann kriege ich, oh, die Spielunterlage. Ach, schau mal, die war in der Packung dabei, Tatsache. Jetzt ziehen wir die Bibliothek da drauf und lege die 20 Lebenspunkte-Spielsteine dahin. Das macht der Gegner auch. Jetzt kriegen wir noch ein paar Hinweise. Jo, jetzt klicken wir den Würfel an, gucken mal, wer anfängt. Und eine 1. Drecksack. 7 Karten für jeden. Ich darf noch nicht, darf ich? Ach so, 1, 2, geht das so? Du hast gerade eine Karte gezogen, nicht auf die Hand genommen. Ah, okay, okay. Siehst du, wenn man nicht liest, wenn man nicht liest, dann kommt Unsinn bei rum, sage ich allen, auch meinen Kindern immer, ihr müsst lesen. Lest die Aufgaben, sonst versteht ihr sie nicht. So, jetzt habe ich 7 Karten auf der Hand. Eine Insel, eine Ebene, noch eine Insel, Kreatur, nee, hier, heiliger Nektar. Ruhmsucher ist, glaube ich, eine Kreatur. Jo, komm, das spiel mal. Du hast gerade zusätzlich Karten. Was soll ich machen? Zurück? Oh, habe ich eine zu viel gezogen? Eieiei. Ich bin ein bisschen konfus, es tut mir sehr leid. Hier sehe ich die Kreaturen, hier sehe ich die Hexereien. Hier, oh, das ist ja ein tolles Programm. Das ist ja toll hier. Das ist ja richtig, richtig schön. Und die kann man jetzt also sortieren. Nee, sortieren will ich hier nicht. Interessiert mich nicht. So, was muss ich jetzt machen? Er macht was. So, er spielt einen Sumpf. Ich bin dran. Alles klar. Jawohl. Was machen wir denn? Wir spielen eine Insel. Oh nee, okay, ich muss erstmal eine Karte ziehen. Ha, guck mal. Ach, klassischer Anfängerfehler. Vergessen, die Karte zu ziehen. Ja, jetzt mache ich mal. Auf geht's. Jetzt war ich so aufgeregt, dass ich schon ganz vergessen habe, dass ich ziehen darf. So gut, dass ich dieses Programm habe. Das zeigt mir eigentlich mal, wie Magic funktioniert. Endlich lerne ich das mal richtig. Schau, da oben hat er jetzt getappt. Das ist ja richtig toll hier. Und er spielt Grizzlies. Okay, ich bin dran. Jetzt spiele ich eine... Nein, Leute. Jetzt ziehe ich erstmal eine Karte. So, jetzt spiele ich eine Ebene. Und da habe ich eine 2-Mana-Kreatur. Warte mal, genau, ja, fertig, alles klar, ja, ich weiß Bescheid. Okay, also, okay, ja, ich muss tappen, ja, ich weiß. Nein, nicht, Moment, ha, mehr Karten spielen, ja, diese vielen Menüs, Hilfe! Ich will tappen, jawohl, um Gottes Willen, volles Chaos hier, Leute, so, eben. Ach, ich bin es nicht gewöhnt, dass so viele Menüs auftauchen. Ich klicke das alles immer weg, weil ich sofort loslegen will. Dämlich von mir. So, er beginnt seine Kampfphase. Danke für die Ankündigung. Jetzt wollen wir es mal richtig machen. Er tappt seinen Bären und er greift an. Okay, so, um mich anzugreifen. Jetzt kann ich entscheiden, ob ich blocken will oder nicht. Ich mache mal blocken. Ja, komm, auf geht's. Wie mache ich denn das hier? So, genau. Oh, toll. Hier, guck mal. Pfeil hingeschoben. Zack. Ruhmsucher, die Widerstand von 2 waren ein paar Kreaturen zerstört. Zieh den Ruhmsucher auf den Friedhof. Alles klar. So, okay, hat doch funktioniert. Jetzt sind seine Bären weg. Mein Ruhmsucher ist auch weg. Und er spielt Goblins. Der greift in jedem Zug an, wenn möglich. 2-2. Okay. Eieiei, jetzt muss ich hier eine komplette Partie spielen, oder was? Und warum ist dieses blöde Bild hier immer?
Okay, damit ich keinen Scheiß mache. Alles klar, ich verstehe. Jetzt kann ich ein Land spielen. Okay, ich muss jetzt wirklich mal ganz basal hier. Ganz basal muss ich jetzt mal anfangen. Ich könnte Lumengrid-Aufseher spielen. Okay. Je eher ich eine Kreatur ins Spiel bekomme, desto eher kann sie für mich kämpfen. Na, machen wir das doch mal. Lumengrid-Aufseher. Ah, nein, nein. Erstmal tappen. Eieiei. Eieiei, ich bin zu schnell. So, habe ich das richtig gemacht? Nicht die richtigen. Wurden enttappt. Für ein Zauberspruch kosten. Ach, der kostet nur zwei. Eieiei. Ich erkenne das so schlecht. Ich bin so ein alter Mann. So, volles Chaos. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Oh, den eifrigen Kadett. Ja, den kann ich auch noch spielen. Tatsache. Guck mal hier. Okay. Ende des Zugs. So, habe ich doch gut gemacht, oder? Hier, jetzt haben wir einen 1-3er und einen 1-1er. Und er muss mit seinem 2-2er angreifen. Der macht mir aber nichts. Den block ich hier einfach weg. So, mach mal deine Kampfphase. Okay. Und jetzt kann ich hier so, ne? Ne, hier erstmal. Okay. Ach Gott, diese Menüs. Das geht mir ein bisschen auf den Keks. Okay, das ist jetzt für die Anfänger gemacht. Die sollen hier alles lesen, ja? Damit sie alles verstehen. Mir geht es ein bisschen auf den Keks, weil ich das lahmarschig finde. Aber ich find's schön. Guck mal, siehst du hier ein Leben, zwei Leben, wie das verrechnet wird. Ist doch hübsch gemacht. So, jetzt spielt er seinen Hügelriesen und ich bin dran. Ist doch hübsch gemacht. Jetzt heilen die Kreaturen und ich muss enttappen. Zack, zack. Karte ziehen. Jawohl, jetzt haben wir es wenigstens mal richtig und ich darf ein Land spielen. Da kommt die Ebene. Hauptphase. Ja, soll ich warte mal, erst angreifen und dann, oder? Ein 3-3er, nö, da greife ich nicht an. Was kann denn der hier? Der kann nix. Und der da? Auch nix. Nö, das ist mir alles zu riskant. Wir machen hier mal 1, 2, 3, 4 und spielen hier diesen Riesen-Oktopus. Zack. Den spielen wir. 3-3. So, sieht doch ganz gut aus. Das macht ja richtig Spaß, du. Das ist ja ein tolles Programm. Wahnsinn. Aber ich glaube nicht, dass ich die ganze Partie jetzt hier durchspielen kann. So viel Zeit habe ich gar nicht. Hier spielt eine Lava-Axt auf mich. Alles klar, da kriege ich also 4 Schadenspunkte. 5 Schadenspunkte. Stimmt, 5 Mana, 5 Schadenspunkte. Lava-Axt, ewig nicht mehr gesehen, die Karte. Danke. Was soll ich machen? Ach so, jetzt dahin schieben. Okay, eieiei. Gut, er greift mich an. 3-3 und 2-2. So, pass mal auf. Was mache ich denn jetzt? Jetzt mache ich erstmal. Ah ja, ich muss jetzt wieder blocken. Ah ja, blocken. Zack, den hier dahin. So, der blockt den wieder, da passiert gar nichts. Dieses Menü geht mir ein bisschen auf die Nerven, da sehe ich nämlich nichts. Hey, wo mache ich den? So, die zwei sollen sich neutralisieren. Nee, den hier. So, die zwei sollen sich neutralisieren. So, alles klar. So. Also, die zwei gehen auf den Friedhof und hier überleben sie alle. Das heißt, wir haben kein Problem gehabt. Und jetzt kann ich sogar mal angreifen. Das ist doch schön. So. Weißt du noch, was du zu Beginn deines Zuges machst? Schau mir. Ja, ich weiß Bescheid, alles klar. Ich darf enttappen. So, und ich darf ein Land ziehen. Moment mal, was ist das hier? Lumengrid, das habe ich nochmal. Und was kann dieses Ding hier? Ziehe 2 Karten. Für 3 ist auch nicht schlecht. Das kann der. 4 Lebenspunkte, das brauchen wir jetzt nicht. Und das nochmal 1-3er. Ich will mal 2 Karten ziehen. Aber das mache ich aber gleich. Wir greifen an. Auf geht's. Weiter. Der greift an und der greift an. Zack, zack. Jawohl, auf geht's. Zieht er sein Steinchen rüber. Es ist echt schön gemacht. Also guck mal hier, 20 Jahre altes Programm bald. Ich finde es fabelhaft. Jetzt spielen wir noch hier das Spiel. Tappen. So, jetzt spielen wir noch das da hier. So, ich darf 2 Karten ziehen. Ratschlag der Suratami. Ist doch schön. Ist doch sehr schön. Auf geht's. 1, noch eine Ebene. 2 und geflüchtetes irgendwas. Und das muss ich jetzt hier auf den Friedhof legen. Okay, Ende des Zugs. Nö, ich will keine weiteren Karten spielen. Habe ich eine Ebene gespielt? Schon testen? Ne, habe ich schon. Alles klar, Ende des Zugs. So. Ey, das macht Spaß. Das macht richtig Spaß. Jetzt stellt euch mal vor, wie toll wäre es, wenn es eine richtig gute Software gäbe, mit der man Magic spielen könnte. Gibt sowas echt? Arena? Ist doch keine richtig gute Software. Ist doch viel besser, was wir hier haben. Wenn diese vielen Menüs nicht wären. Ist doch ein super Programm. Nee, Arena habe ich vor einem Jahr aufgehört. 2 Jahren bald. Gefällt mir nicht. Ist nicht mein Ding. Und dauern diese vielen neuen Karten und unentwegt musst du deine Decks aktualisieren, das geht mir auf die Nerven. Ja, das Brawl habe ich ganz gern gemacht, aber sonst ist nicht mein Fall. Nee, sowas hier, das wäre schön. So eine App fürs Handy, wo man ganz basal Oldschool oder irgendwelche alten Editionen spielen könnte. Das wäre doch super, ha? So wie eine Skat-App oder eine Doppelkopf-App. Sowas würde ich lieben. Aber das werden die uns garantiert nicht geben. Okay, wir spielen für 2 den Ruhmsucher. Und wir spielen für 2
nochmal diesen Lumenkrit-Heini hier. Und dann haben wir noch ein blaues übrig, da können wir noch diesen Geflüchteten machen. So, und jetzt hat er hier einen 4-2er und ich beende meinen Zug. So, ich brauche jetzt nichts angreifen. Lassen wir ihn mal kommen. Ja, also wenn es das gibt, ne? Sowas hier für aufs Handy mit alten Karten, wo man gegen Computergegner spielen kann oder gegen Freunde, das wäre super. Stattdessen haben wir diese schreckliche Arena, mit der ich ja wirklich nicht glücklich bin. Also gut, das Menü hier, das stört mich wirklich. Also, was machen wir jetzt? Den, na, 2-2, der soll den hier blocken. Hallo? Kann der nicht blocken? Steht da? 2-2. Was mit dem hier? No, so nix. Was mache ich denn jetzt gerade hier falsch? Ich mache hier gerade irgendwas falsch. Also das stört mich ein bisschen. Also das machen wir jetzt wieder wie immer. So, das hat funktioniert. Der blockt den da hier. Ja, es hat funktioniert. Ihr seht hier, da ist dieser kleine Grafikglitch ist da im Weg. Und dann, was machen wir mit dem 1-2er da drüben? Der, was kann der? Gar nichts kann der. Den lassen wir so blocken. Alles klar. Perfekt. So, fertig. Alles klar, wir wissen, wie es läuft. Einer geht auf den Friedhof, besser gesagt, meiner auch. Die anderen haben alle überlebt und ich kann jetzt richtig voll durchhauen. Das ist doch super. Was spielt er? Ein Grizzlybär. Okay, das ist schade. Jetzt können wir doch nicht voll durchhauen. Aber vielleicht kriegen wir ja was, womit wir den Grizzlybär bouncen können oder irgendwas anderes. Ziehen wir mal eine Karte. Ah ja, ich weiß, ich habe den Fehler gemacht. Ja, ich weiß. Ja, ihr Scheiß-Regelheinis hier immer. Immer diese Regelheinis. Enttappen. Dann ziehen. Okay, klassischer Fehler. Hier ist noch ein Riesenoktopus mit 3-3. Hey, ich glaube, wir gewinnen das Spiel. Ich glaube, wir gewinnen das Spiel. Ja, ich muss tappen, ich weiß. Sei doch nicht so pedantisch. Auf geht's. Wir greifen mal mit allem an hier. Zack, okay. Okay. Und? Jawohl. Sehr schön. Er hat nicht geblockt. Guck mal, habe ich ihm richtig Schaden gemacht. Hey, das macht Spaß. Das ist eine tolle CD. Ich liebe es. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Es ist ein bisschen dämlich, dazu zu gucken, glaube ich. Aber was soll's, ja? Ihr seht mich hier rumstümpern. Muss ich erst mal wieder dran gewöhnen, wie sowas läuft. Aber ich finde, es macht richtig Spaß. Also gut, ich habe jetzt hier den Angriff von einem 2-2, einem 1-2 und einem 2-2. Den hier haue ich dir tot. Ah ja, ich weiß, ich muss auf dieses blöde Menü warten. So. Okay. Heieiei. Das ist jetzt wirklich einmal nervig hier, dieses ganze Brimborium hier mit diesem blöden Menü. Aber ansonsten ist das ein schönes Programm und ich glaube, man lernt so hervorragend Magic. Also muss ich sagen, süß gemacht. Richtig süßes Programm. Gefällt mir sehr gut. Wie viel habe ich noch? 10. Okay. Hey, geht doch schneller vorbei, als man denkt. Aber jetzt gibt's mal einen fetten Angriff, oder Freunde? Auf geht's. Ich werde ihm jetzt so richtig seine Nase blutig schlagen. Ich kann keine Karte ziehen. Wieso kann ich keine Karte ziehen? Ach ja, klar, ich weiß, alles klar. Okay. Wieder dieser blöde Dings hier. Komm, auf geht's. Da sind nur so Popelkreaturen drin. Aber egal, egal. Auf geht's. Truff. Jo, verrechnen wir das alles mal. 8 hat er noch. Ist doch schön. Kann ich noch Karten spielen? Jawohl, jetzt, pass auf, jetzt gebe ich mir. Ja, ich weiß, ich muss erstmal hier mehr Karten spielen. Moment, Leute, diese Klickerei. Jetzt darf ich, okay, gut, jetzt kriege ich 4 Lebenspunkte. Dann muss ich das hier drauflegen oder was? Nö. Okay, egal, machen wir noch einen, komm. Dann bringen wir uns jetzt hier in die ultimative Siegesposition. Was heißt das hier? Was soll ich jetzt damit machen? Warum glitzerst du? Ach so, jetzt muss ich das hier hochziehen. Auf 14. Okay, ich habe verstanden. Boah, du bist umständlich. Du bist wirklich umständlich. Zieh den Film auf den Friedhof. Okay, ja. Okay, sie bringen es einem hier wirklich auf die altmodische Art bei. Man muss hier wirklich sehr achtsam spielen, so wie wenn der Schiri nebendran steht, der Judge oder der Magic-Lehrer. Du musst hier wirklich darauf achten, jeden Step genau zu machen. Also enttappen, ziehen, tappen, Lebenspunkte registrieren, auf den Friedhof legen und all das Programm. Es ist für den Anfang genau das Richtige. Für mich jetzt hier mit meiner Ungeduld, und ich bin eh so ungenauer und labernder und immer abgelenkter Spieler. Ja, für mich ist das jetzt quasi nervig hier, aber für euch oder für alle, die, ich will gar keine Blocker, so, für alle, die sowas zum ersten Mal machen, super Programm, kann man nichts anderes sagen. Also ich muss jetzt hier wieder zurück auf 15, so, und jetzt mache ich ihn fertig, jetzt finische ich ihn, pass auf.
Jetzt finische ich ihn. Goblin Brigant, ist mir egal, ich bin dran. So, alles richtig machen. Komm, wir enttappen das ganze Zeug. Jetzt machen wir mal einen richtig guten Spielzug hier. Nach diesem ganzen Chaos. Jetzt ziehen wir eine Karte. Noch so ein geflüchteter Fuzzi. Den spielen wir aus. So, habe ich was falsch gemacht? Nö, angreifen. Alle greifen an. Und jetzt müssen wir es haben. Auf geht's. Er hat nur noch, wie viel hat er noch? 3 oder so, ne? Jawohl, 3 Lebenspunkte. Also ein Zug noch lebt da. Ein Zug noch. Wie kann man auch schwarz-rot-grün spielen? Also ich bitte euch, das ist doch keine gute Kombination. Ich weiß, jetzt kriege ich hier massive Kommentare und Widersprüche. Klar ist das eine gute Kombination, aber ich glaube, der Computer ist auch ein bisschen dümmer als ich. Ich will gar nicht blocken, nö, kein Bock, keine Notwendigkeit. Okay, ich kriege jetzt hier Punkte abgezogen, das ist völlig okay. Ja, muss ich wieder registrieren, auf die 12. Auf die 12 und ich bin dran. So, und jetzt kommt der Finale. Ja, ich weiß, jetzt kommt der finale, entscheidende Siegeszug. Achtung, noch so einer. Okay, den spiel mal. Was kostet der? Ich glaube, 3. Was habe ich gemacht? Was ist los? Ich habe doch getappt. Was will er denn? Ach so, der kostet nur 2. Naja, schon wieder nicht richtig. Ich sehe das hier nicht. Das ist ein Nachteil von dem Programm, das muss ich zugeben. Ja, also es ist ein bisschen sehr klein hier alles. Da hätte man eine höhere Auflösung wählen können. Aber dann wäre wahrscheinlich die Software nicht so wirklich kompatibel gewesen. So, du hast die Lebenspunkte des Gegners auf 0 reduziert. Du hast das Spiel gewonnen. Super. Das Bezahlen der Zauber erklären, angreifen, blocken, erklären, Hauptmenü. Ja, ich glaube, er hat das Gefühl, ich habe das noch nicht richtig verstanden, ja. Ja, danke für den Hinweis. Du bist sehr höflich, liebes Programm. Lernprogramm 2, machen wir andermal. Das war Teil 1 unseres Video zum Magic the Gathering Tutorial Programm aus den frühen 2000er. Und wir sehen uns demnächst wieder hier an meinem Rechner. Hat Spaß gemacht. Ciao.